Aber du könntest jetzt, wenn du möchtest, genau. Du kannst währenddessen nicht schießen. Also normal schießen, das wäre auch ein bisschen unfair für dich. Nee. Ja, hier hast du nochmal ein bisschen Energie zurück. So, ich geh jetzt mal, da gibt's einen Freund. Oh, der zweite Boss. Freund schnell ein. Also jetzt bin ich wieder langsam. Da kommt der zweite Boss, eine Krake. Da muss ich aufpassen, da kommen manchmal ganz, ganz üble Schüsse raus. Ich hätte mal gerne was Nützliches hier aus der Glocke vielleicht. Bevor es mit dem Kampf losgeht. Oh! Ich hab gedacht, das wird nochmal. Ich hab gedacht, das wird noch irgendwie nach oben kommen, diese Krake, aber die bleibt ja da unten am Boden irgendwo, falls man das so sagen kann. Ist halb transparent. Das ist so. Ach so. Nee, ist nicht. Ich komm gleich noch. Ich könnte mal erzählen, wie ich zu dem Spiel gekommen bin. Ich hab einen guten Abschnitt. Start drücken? Ja, oder einen Knopf. Ich kann nicht diagonal ausweichen. Ich dachte gerade, ich wäre du gewesen. Ups. Verdammt. ja, ich wollte jetzt schon zum dritten Mal anfangen, wie ich zu dem Spiel gekommen bin. Ich habe den Nachfolger bei meinen Cousins gespielt, die noch mal ein bisschen älter sind als ich. Ja, sowas soll es geben. Und die hatten den Nachfolger, wie gesagt, und der heißt Poppin' Twinbee Rainbow Bell Adventures. Und als junger Steppke, wie ich war, habe ich mir natürlich nur Vorsichtsblitze. Ein Blitz. Habe ich mir natürlich nur Poppin' Twinbee gemerkt. Der Untertitel war mir wurscht egal. Und, naja. War zu einer Zeit, bleib mal da drüben, ich bin da drüben, gibt ja nie. War zu einer Zeit, wo ich mir ab und zu mal von meinen Eltern ein Spiel wünschen durfte. Ja, damals, ne? Früher. Oh fuck, ey. Komm mal da raus. Und, ja, ich habe dann natürlich gesagt, du, Mama, Mutti, ich will Poppin' Twinbee haben. Ja, und die ist dann losgefahren, hat Poppin' Twinbee gekauft, dummerweise dann halt, ihr macht doch hier nicht so Lärm, ey. Schön reingesteckt, schön die Gardinenstange in die Flasche reingesteckt. Ja, die hat dann natürlich schön den Vorgänger mitgenommen. Oh, guck mal, ist verliebt. Oh. Ja, und so maßlos enttäuscht damals vom Spiel und meiner Mutter. Aber mit der Zeit hat sich das gelegt. So ein bisschen zumindest. Und es ist ein hübsches Spiel. Jetzt sind wir Level 3, ne? Das ist richtig, Level 3. Okay. Über den Wolken, über den lilafarbenen Wolken. Wo es nochmal Wolken gibt, die übrigens ein Gesicht haben, falls es noch nicht aufgefallen ist. Also die haben in jedem Spiel gibt's da Gesichter. Ja, und dann auch nicht. So, das will ich nicht, aber das hätte ich gern. Ach, ich bin ja noch langsam, ich bin ja irgendwann mal abgestürzt. Ich hätte ja mal eine blaue einsammeln hier. So. Hier ist das unterschiedlich, wie die sich verwandeln, wenn man die anschießt? Oder? Ich glaube, die wechseln zufällig die Farbe. Okay. Nicht, dass man irgendwie nach zweimal abschießen, werden die blau, nach dreimal abschießen, grün. Müsste ich jetzt nicht, aber möglich. So, den hier boxe ich mal weg. Kann man den nur boxen? Den kann man auch abschießen. Okay. Wobei die Boxattacke natürlich ein bisschen kräftiger ist. Ja, aber da muss man halt an den Gegner ran. Muss man nah ran, das ist richtig. Box. Ich hab den so kaputt gemacht. Den natürlich auch. Deswegen finde ich auch den Schuss, den wir jetzt haben. Den fetten. Sei mir nicht so diskriminierend. Ey, ich bin aber auch nicht grad. Den finde ich besser als den anderen. Na, von hinten, was ist das denn? Das sind Reisbällchen oder sowas. Nee, Reis ist nicht grau. Ach, scheiße, genau, reingeflogen. Natürlich. Dankeschön. Ja, gerne. Ey, muss ich doch hier am Leben halten. Du bist quasi meine Versicherung. Falls ich mal versage. Dann, wenn die Nase juckt, sollte man auch aufs Spiel aufpassen. Ich muss schon sagen, das Nicht-Diagonal-Steuern ist schon... Ist okay, das lassen wir mal. Also bevor wir jetzt anfangen, hier noch rumzuwürgen, wir sind schon in Level 3 von 7. Ich sitze voll wow, an. Panda! Fliegender Panda! Ah, hier, guck mal. Wir sind Zwischenboss hier. Ja, da war ein Schild. Hast du zerschossen? Ich hab das Schild zerschossen. Du hast die Glocke andersfarbig geschossen. Nee, das würde ich so jetzt nicht sagen. So, ich habe meine Seite fertig, was mit dir? Ich auch. Die Panda ist die. Das ist. Ich sollte es vielleicht nicht im Laser stehen. Ja, ich vergesse es immer, dass er schießt. Das Praktische mit so einem Freund ist natürlich, dass der so ein bisschen den Radius vergrößert, den man hat. Zum einen, weil er selbst schießt, wenn man dann schießt. Wenn ich aufhöre zu schießen, schießt er auch nicht. Wenn ich allerdings. Du Scheiße! Pandas! Liebe Pandas! Das ist voll rassistisch, das Spiel, weißt du?
Warum schmeißen? Wer schmeißt hier? Wer schmeißt hier mit Pandas? Und warum? Ja. Warum mache ich denn jetzt? Das weiß ich auch nicht. Achso, Radius erhöhen und Freunde, ja, und so. Man kann die Freunde auch in den Feind reinlenken, dann machen die dem auch Schaden. Gehen die dadurch nicht kaputt? Nein, dadurch gehen die nicht kaputt. Ein Freund geht erst kaputt, wenn du selbst Schaden nimmst. Also wenn die große Spielfigur Schaden nimmt. Und die Fäuste sind übrigens auch unverwundbar von der Figur. Du solltest halt natürlich nicht mit dem Arm drin stehen. Der nicht. Aua. Erstmal sagen, ne, der Arm, der wird aufbatten. Wurde vom Panda getroffen. Ja, die sind ja auch nicht ohne, weil die kommen halt. Verdammt schnell, ja. So. Wie leben haben wir denn überhaupt noch? Weiß ich nicht. Ich weiß auch nicht, ob man das irgendwo. Ich kann nicht. Was machen denn eigentlich die Lilanen? Die geben dir den Dreifachschuss, das? Achso, ja, hätte ich jetzt. Ich bin abgestürzt. Du auch! Nein! Was denn jetzt? Ja, keep a credit! Oh mein Gott! Ja, wir keepen it up! ich glaube, du musst nochmal neu einsteigen. Oh, jetzt muss ich nochmal von vorne gehen. Also, zumindest habe ich einen Schuss noch, du vermutlich auch. Ich weiß nicht, ob wir genauso schnell sind wie vorher, aber. Nee, ich bin langsamer. Meine ich mal. Na gut. Dann eben wieder einsammeln. So, da haben wir mal ein Schild. Das nehmen wir mit Freunden. Im Handbuch heißt es Transformation, aber was transformiert denn da? Wächst mir da irgendwas aus dem sonst wo? Na, die war blau. Ich kann da nichts dafür, weil dieser dumme Breitschuss da. Grün war. Nein! War ich das schon wieder? Nein. Okay. War ich das mal. Dafür. Der kann ja auch so schießen. Das wusste ich gar nicht. Auch nicht. Ich hab das, glaube ich, bislang immer nur auf Fleisch gespielt. Da schießen die nicht. Das ist mein Ernst, die schießen da wirklich nicht. So, wann kommt denn hier mal eine Glocke wieder runter? Das ist übrigens immer noch die von Anfang. Du kannst Glocken, glaube ich, auch irgendwann zerschießen. Also wenn du das, die lange genug hältst, dann geht sie irgendwann kaputt. Okay. Das ist ein Schild. Eine blaue, eine blaue, eine blaue, eine blaue. Zack. Dann sind diese komischen Reisdinger. Meine Reiskörner. Ja, die sind ja halt schon wieder. Da ist ein grünes. Das grüne hätte ich dann doch gern. Wow. Dafür habe ich meinen Schild geopfert. Für einen Freund habe ich meinen Schild geopfert. Das ist cool. Ich habe schon wieder verloren. Ja, woran das Spiel hier gescheitert ist, dass wir das nicht so online-mäßig zocken konnten. Online mit dem Super Nintendo. Ja, online mit dem klar, Super Nintendo. Ne? Das ging einfach schon mal gar nicht. Ich hätte dir das eigentlich nicht auch überlassen können. Hätte Fahrradkette. Nee, wir haben das halt gezockt und es war halt unsynchron. Also asynchron massiv. Irgendwie. Massiv. Das war dann so, ey, du bist gerade bei mir abgestürzt. Nee, bin ich nicht. Ja. Ich flieg hier noch. Nein, tust du nicht. Der Boss ist bei mir kaputt. Bei mir nicht. Aber ich habe schon von Leuten gehört, auch, dass sie auch so Probleme hatten. Jetzt nicht bei dem Spiel, sondern bei anderen Spielen irgendwie. Und wir haben das halt über Hamachi haben wir es versucht, über ich. Direkt haben wir es auch versucht? Ja, direkt. Also, ich weiß nicht, woran es liegt. Keine Ahnung. Wo ist eigentlich meine Glocke hin? Ich hatte dann noch eine Glocke, die ist weg. Zerschossen? Vielleicht. Oder auch eingesammelt. Das kann auch sein. Sieht doch jetzt schon mal besser aus als gerade eben noch. Ja, aber was ich auch ganz gut hier finde, ist, dass man Dauerfeuer hat. Ja, ja, ja. Dass man nicht wie bei Silver Surfer, dass man dann nicht die ganze Zeit in den Knopf dazu spammen muss. Muss das nicht auch mal spielen? Nein, ich hab's leider nicht für den NES. Doch. Ich auch nicht, aber hat mich nicht dran gehindert. Wir sind gerade eben bei der Stelle, wo wir abgeschmiert sind. Das war ja die, wo ganz viele von den Grünlingern kamen. Nimmst du die rechte Seite? Nicht reinfliegen. Du die rechte Seite, nicht die linke. Vielleicht hilft das ja. Was sind für grüne Dinge? Ich kann mich da schon gar nicht erinnern. Die gerade eben mit den Lasern auf uns geschossen haben. Ach, die? Ja, die. Mann, was würde ich dafür geben, senkrecht diagonal fliegen zu können? Da kommen sie. Übernimm deinen Part. Ja, so können sie natürlich auch machen. Das war nicht gut besonders. Aber sind alle weg. Das ist richtig. Aber ich glaube, da kommen noch mal welche.
Da kannst du ja jetzt dein Ding anmachen. Kann ich. Wo sieht man das überhaupt, ob man das machen kann? Ich bin mir gerade nicht sicher, ob das links unten die Sonderattacken sind. Komm, ich mach mal schnell. Ja, links unten, das ist okay. Diese Sonderattacke. Der blaue Schuss. Boah, fangen. Die schießen halt überall hin. Na, ne? Weil die Mini-Dinger gelten als Ziel. Ich muss husten. Ja, hust ruhig rein. Ja, was jetzt? Ende? Gar nicht. Ah, ja, nee. Hier, oh, was ist das denn? Dingens von hinten. Dingens von hinten, aber ich habe ja so einen diagonalen Schuss. Oh, das ist jetzt ganz kaputt. Ganz cool. Das ist ja, ich lenke hier einfach meine Freunde rein. Lass uns mal ein bisschen dabei schießen. Guck mal, die große Mauer von, keine Ahnung. China? Aber da wir ja quasi nonstop hier in China rumgeflogen sind jetzt. Da Pandas rumfliegen, die es in China, glaube ich, gar nicht gibt. Oder? Doch. Keine Ahnung. Da, wo Eukalyptus ist, da ist Panda. Mal, hier, pass mal auf. Du machst hier selbst kaputt. Was mach ich kaputt? Die selbst. Nee. Nicht hier in die Dinger reinbiegen, das ist gefährlich. Wir sind quasi in den rosa Bällchen. Licht. Licht ist aus, wir gehen nach Haus. Nee, ich bin gerade so gekommen. Rabamirabum. Kommt erst, glaube ich, im Oktober wieder. Glaubst du? Ich bin da nicht so datumsfest. Ich hab's auch. Keine Ahnung. Sag mal, keine Ahnung. So, pass auf die Schüsse auf. Zeit nicht mit N. Ich glaube, das Bier war nicht mehr gut. War schlecht. Bier wird nicht schlecht. Doch. Ja. Doch. Noch wann, wie lange es stehen lässt. Ja. So, ich hab einen Freund. Jetzt kommt zuerst noch was anderes. Ich weiß aber nicht mehr was. Ah ne, der Boss kommt. Das, toll. Geh mal nicht ganz so weit in die Mitte. Es kann sein, dass von hinten einer angerauscht kommt. Ui! Sagt er und steht genau falsch. Ich glaube, der ist nur am. Hast du das Geräusch gehört, das er gerade gemacht hat? Ja. Die machen alle so Geräusche übrigens. Ich glaube, bei dem muss man sich nicht so viel bewegen, nur von dem Laserstrahl da rausfallen. Bei dem vielleicht auch noch ein bisschen. Und von den blauen Bällen, die da rauskommen, muss man eigentlich nur eine Position finden. Einmal die. Kann der mal. Kaputt gehen, nö. Nee, mal nach hinten gehen. So, das war die erste Stufe. Jetzt kommt die zweite Stufe. Ja, kannst du von mir noch ein bisschen Energie klauen? So, wir müssen immer aufs Auge schießen. Am besten kommst du vielleicht in die Mitte. Am besten so, dass der. Fuck. Komm zurück! Wenn ich jetzt kaputt gehe, muss man nochmal von vorne starten. Nein! Soll doch nie in den Laserstahl fliegen. Stahl. Laserstahl! Kann mich nicht dran erinnern, dass der jemals diese komischen grünen. Raketen-Dinger da geschossen hat. Kaputt! Mein Sand, die kann nicht diagonal fliegen! Es ist so wenig Zeug gewesen, was da rauskam. Für den Gegner, ja. Der war dumm. Ich fand den nicht gut. Könnte auch Tibet gewesen sein, wenn man sich so Winbi anguckt. Einfallsreichtum, ne? Was die Namen angeht, ne? Winbi und Winbi. Einfach mal einen Buchstaben weglassen. Die übrigens, soweit ich das irgendwann mal gelesen habe, zweieinige Zwillinge sein sollen. Oh, Winbi hat eine andere Haarfarbe, oder? Ja, muss ja nichts heißen. Aber sind eineig oder zweieig jetzt? Zweieig. Wenn es okay, eineig wären, gut. Zweieig ja. Wird ja, eineig wird ja heißen, dass es beides gleich aussieht. Gleiches Geschlecht zumindest auch noch hätten. Ja? Ich meine ja. Ich habe keine Ahnung. Was ist das denn? Ein Luftschiff. Aber es ist über uns. Nein, es ist unter uns. Das wirst du gleich sehen. Hier habe ich alles verraten hier. Achtung, Spoiler! Das kommt ein bisschen später, aber okay. Ja. Ja, was sammle ich denn jetzt ein? Blau ist ganz. Nein! Okay, dann eben. Wieder, wow, was bist du denn für einer? Mal wieder, weil ich nicht hier links fliegen konnte. Die immer nach. Ich werde mich da jetzt die ganze Zeit drüber beschweren. Nimm's mir nicht übel. Ist ja nicht so, dass. Ich ignoriere es auch einfach. Es ist ja nicht so, als hättest du mich gefragt, ne? Da ist ein Schild. Bei dem anderen Emulator hat das funktioniert. Ja, bei dir funktioniert es ja anscheinend auch. Ja, und ich habe das bei dir genauso eingestellt wie auf jedem hier. Ja, ich glaube, ich muss hier mal wieder ein bisschen Energie drücken. Ich bin schon wieder so tief unten. Du warst schon wieder auf ein Drittel oder so. Du Scheiße. Da ist ein Freund. Wenn du den haben willst, soll ich vielleicht. Darf man in die Dinger. Ja, darfst du rein.